einen Tag nach Japan und wieder zurück. Zahlreiche Stände entlang der Rheinuferpromenade informieren über die japanische Kultur. Und es ist nicht zu übersehen, dass auch Anime ein Teil davon ist. Viele, vorwiegend junge Besucher, kommen in selbstgemachten Kostümen ihrer Filmhelden. Nur ein paar Schritte vom Trubel des Japantag entfernt befindet sich das Filmmuseum. Im museumseigenen Kinosaal zeigt die Filmreihe Imakimono, dass die japanische Filmkultur deutlich mehr zu bieten hat als nur Anime. Insgesamt 18 Kurzfilme und ein Langfilm von Filmemachern aus Japan stehen auf dem Programm. Die Schriftzeichen E, Maki und Mono bedeuten Bild, Rolle und Sache. Imakimono sind illustrierte Handrollen, die Text mit Bild kombinieren. Passend zum Namen beginnt die Filmreihe mit 8 animierten Kurzfilmen, die aus über 70 Einsendungen ausgewählt wurden. Ich habe Gabriel Rodriguez getroffen, der an der Auswahl der Filme beteiligt war. Wie habt ihr diese 8 Kurzfilme aus allen Einsendungen ausgewählt? Also zu Anfangs hatten wir überlegt, ob wir nicht Anime-Filme nehmen oder nur Anime zeigen. Das ist ja eine Art von Filmgenre, der aus Japan kommt und der auch in Europa sehr weit verbreitet ist. Und wir haben aber es dann irgendwann mal als für sinnvoll gehalten, dass wir eben nicht nur Anime zeigen, sondern dass wir auch die Arbeiten von Künstlern zeigen, die darum bemüht sind, dass ihre Zeichnungen auch in dem Film übertragen werden. Wie groß allerdings der Einfluss von Anime auf junge Filmemacher ist, zeigen die unzähligen Referenzen in dem Musikvideo von Muay Thai Fight Club. Wer bei japanischen Filmen nicht als erstes an Anime denkt, der denkt vermutlich an Kaiju. Das sind Miniaturstädte zertrampelnde Menschen in Monsterkostümen. Erst kürzlich erlebten sie ein Revival in dem Hollywood-Remake von Godzilla. Deutlich charmanter sind die handgezeichneten Kaiju von Shinya Hashizume. Gleich 2 seiner Filme haben es in die Auswahl von Imakimono geschafft. Dein T-Shirt ist der Hammer. Dir hat doch bestimmt gerade Kaiju Barf richtig gut gefallen, oder nicht? Ja, das war wirklich einer meiner Lieblingsfilme von den 8, die gezeigt wurden. Was mir auch noch gefallen hat, war der 3. Goodbye to Cuba mit dem lustigen kleinen Twist, wie es nachher alles aufgelöst wurde. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Welche fandst du denn noch gut und warum? Persönlich hat mir der erste gefallen, die Fire Celebration at Kurama, weil ich vor 2,5 Jahren in Japan war und wir waren genau an diesem Feuerfestival. Das hat dann nochmal ein paar sehr schöne Erinnerungen geweckt. Yosuke Tani entführt die Zuschauer in ein Kurama, in dem Menschen und Geisterwesen wie selbstverständlich zusammenleben. Das erinnert an Filme von Studio Ghibli. Trotz der Anwesenheit von Geistern hat The Fire Celebration at Kurama einen sehr dokumentarischen Charakter. Darf ich dich fragen, wie dir der erste Teil von der Filmserie gefallen hat? Ja, sehr, sehr gut. Also ich war wirklich überrascht, wie facettenreich das Ganze gestaltet war. Obwohl im ersten Teil ausschließlich Animationsfilme gezeigt werden, demonstriert Imakimono, wie vielfältig das Genre in Japan tatsächlich ist. Auf die 8 Kurzfilme folgt der einzige Langfilm der Filmreihe. Shinpei Takedas Punk Musical, wie er es selbst nennt, ist ein Dokumentarfilm über seine Band Ghost Magnet Roach Motel. Das sehr persönliche Porträt behandelt die sowohl kulturelle als auch reale Grenze, die ihre Mitglieder aus Amerika und Mexiko trennt. You'll have everything you need, don't worry about it. You'll have everything you need, okay? Can I have one last drink? No. No? Wir haben gerade Ghost Magnet Roach Motel gesehen. Das ist ja kein typisch japanischer Film, aber er ist von dem japanischen Director Shinpei Takeda. Wie hat er dir gefallen? そうですね。日本人の監督が作ったという作品なんで、ちょっと視点が普通のアメリカ人とかそれからドイツ人が見てるような
視点じゃなかったのがすごく面白かったと思います。日本人の監督だからっていうのもあるんだろうけれど、やはり西洋人じゃない東洋人が見た、アメリカの現状みたいなところがよく垣間見れて面白かったです。Wenn Shinpei Takeda nicht in Tijuana bei seiner Band ist, dann lebt in Düsseldorf. In Zusammenarbeit mit der Filmwerkstatt fand dort auch die Postproduktion von Ghost Magnet Roach Motel statt. Die verschiedenen kulturellen Einflüsse spiegeln sich in seinem Film wieder. Shinpei Takeda war es außerdem, der den Kontakt zwischen den beiden Kuratoren Gabriel Rodriguez und Joris Schwarz und der Kuratorin Hiroko Miyokam hergestellt hat. Und Hiroko Miyokam ist als Kuratorin nun mal schon in Kontakt gewesen vorher mit dem Japan Media Arts Festival in Tokio und hat es für eine gute Idee gehalten, irgendwie, dass wir die kontaktieren, weil die ohnehin schon wirklich tolles Programm irgendwie zum Thema Japan haben, das sie jedes Jahr herausgeben. Dieses Jahr vergibt das Festival zum 20. Mal Preise in den Kategorien Kunst, Unterhaltung, Animation und Manga. Einer der Preisträger des vergangenen Jahres ist unter den ausgewählten Kurzfilmen, die bei Ima Kimono gezeigt werden. Das Musikvideo von Group Inu wurde mit dem New Face Award ausgezeichnet. Anders als im ersten Teil wechseln sich diesmal Real- und Animationsfilme ab. Yakasawas Bushido Project vereint in ihrem Film zwei Sachen, für die Japan bekannt ist: Tradition und Technik. Wie hat dir die Auswahl des Japan Media Arts Festivals gefallen? Nun, ich fand sie eigentlich sehr recht interessant. Es hat mir auch einen Einblick in andere Filmkategorien gegeben. Es war quasi was Neues, Frischeres. Man kennt ja sonst immer hier das, was uns Hollywood vorsetzt. Hattest du einen Lieblingsfilm? やっぱり 北斎のやつが一番面白かったですね。 その文化的なものを何か取り払うというか、それをもう一回取り崩してさらに再現してあるっていうところが一番面白かったです。はい。Wie in Voyage de Hokusai reisen die Zuschauer in den 3 Stunden Laufzeit von Ima Kimono durch die filmkulturelle Vielfalt Japans. Dass viele der gezeigten Filme von Absolventen der Tama Arts University und der Tokyo University of Arts sind, zeigt, wie wichtig Veranstaltungen wie diese sind. Und bei einem Fest, das die japanische Kultur zelebriert, dürfen Filme schließlich nicht fehlen. Findet auch Kurator Gabriel Rodriguez. Ich finde es wichtig dementsprechend, dass man eben auch in Düsseldorf Filme zu sehen bekommt, die aus Japan kommen. Weil es ist ja nochmal eine ganz andere Art und Weise, sich mit der japanischen Kultur auseinanderzusetzen. Man sagt ja auch, dass man über das Kino in eine andere Kultur eintauchen kann.